Wir kommen hier zur zweiten Begegnung in der Europa League. Die Mainzer haben wir ja noch für euch. Vorhin gab es bereits Schalke und wie versprochen jetzt die Auswertung vom Tippspiel. Und zwar mitgetippt haben Türki, Juri, Phil, Tim und Petrik. Und der glückliche Gewinner heißt Tim. Du hast es gewonnen in der Europa League an den letzten beiden, in den letzten beiden Spielen. Die meisten Tipps hattest du richtig. Und das heißt für euch, schnell wieder Kommentare schreiben, ein F davor für FIFA, ein R für Real und dann das Ergebnis dahinter. Was glaubt ihr, wer gewinnt hier bei FIFA, beziehungsweise dann heute Abend, wenn Mainz auch in echt gefordert ist, auch gleich ein Verletzter, zweite Minute, Mucke, schäm dich. Hab ich gern gemacht. Alter, kann ja wohl nicht wahr sein. Erste Aktion und schon einen getötet. Wie kann man das noch versemmeln? Meine Güte. In der Europa League hat ja Mainz zuletzt ziemlich heftig verloren. Ach, deswegen? Oh ja, eine blöde, böse 6-1-Klatsche. Ja. Oh, Clemens ist bei dir wirklich verletzt. Ja. Ja, hallo, ich lüge doch nicht. Ja, doch, du bist ein kleiner Lügner. Also Mainz auf Wiedergutmachung aus. Und ich will natürlich auch gewinnen, weil ich in der Europa League nach wie vor 3 Punkte hinten liege. Das ändern wir jetzt. Nein. Doch, renn vorbei. Du rennst am Ball vorbei. Was bist du für einer? Ball her, kommt. Tempo also reinbringen. 10 Minuten gespielt. Gib den Ball her. Ja, dauert mir hier zu lange. Bravo. Ganz stark. Oh. Alter Schwede. Ganz sauber. Ja, Mucke, du hattest gesagt, wir haben nur noch ein Europa League-Spiel danach, ne? Ja, ein Europa League-Spiel haben wir noch. In der Gruppenphase, das ist Schalke gegen. Weiß ich jetzt nicht. Weil der Gegner von Mainz können wir beim nächsten Mal nicht zeigen, weil die Partie, weil es Käbelart nicht gibt. Ja. Also die gibt's schon, aber nur bei FIFA nicht. Das heißt für mich, die einzige Chance, in der Europa League vor der Winterpause in Führung zu gehen und den Herbsttitel da zu sichern, wäre, wenn ich hier gewinne. Ja, weil dann ist es ausgeglichen und dann entscheidet das in der Gruppenphase letzte Gruppenspiel. Ja. Ich bin mir nämlich jetzt nicht von der Tordifferenz auch nicht so sicher. Und so viele Tore erziele ich eh nicht in der Europa League, als dass ich dann am Ende gewinnen müsste, plus, keine Ahnung, 3-4 Tore irgendwie vielleicht ausgleichen muss. Das traue ich mir da nicht zu. Ja, komm, gelbe Karte. Ja, für dich, wenn dann. Nee. So, da will ich ihn hinhaben, weil dann geht er rein. Der andere hätte ihn nehmen sollen. Ich habe auch auf Wechseln gedrückt. Ja! Geht gut los. 20. Minute. 1-0 für Mainz. Schön. Sehr schön. Mucke unter der Woche international bisher ohne 3 Punkte. Nee, bis jetzt habe ich einen einzigen. Das ist mager. Das ist mager. Einen Punkt Europa League, einen Punkt Champions League. 2 Unentschieden hast du geschafft. Wow, bin so stolz. Ja, schön. Ja. Ach, du bist doch ein. Nee. Einfach mal vom Fuß geschnappt. Ich bring dich um. Ja. Ja. Es ist ein kampfbetontes Spiel. 30 Minuten schon herum. Viele Chancen gab es noch nicht. Aber dafür ein Tor. Ja. Doch, der liest.
Oh, Alter. Da kann man dann schon mal rot geben. Ja, und das gibt auch rot. Das gibt auch rot. Ach Mann. So. Und auch noch eine gelbe. Seid ihr denn wahnsinnig? Das ist doch alles zu wenig. Weiter geht's. Mainz. Ja, er hätte weiterlaufen sollen, Clemens. Komm, du hast dich erholt. Hallo? Hallo? Alter, der wollte nicht mehr. Alter. Schön gemacht. Schlecht gemacht. Jetzt, Clemens. Oh! Das ist doch nicht mehr lustig. War sauber, noch nicht mal das Vorteil irgendwie gepfiffen. Nee. Gab es oder so. Schön gehalten. Endlich mal wieder ein Schuss, ey. Halbzeit. Also ich führe mit 1-0. Oh, aber Mucke hat mehr Schüsse, mehr aufs Tor, mehr Ballbesitz. Ich mehr zwei Kämpfe. Ich habe auch gar nicht gefoult. Mucke dreimal. Dafür gab es eine gelbe, dafür gab es eine rote. Und einen Verletzten hat man auch noch. Das super hier. Ausbeute. Ja, genau. Ecken 2-0. Schussgenauigkeit bin ich bei 100%. Aber auch nur zwei Chancen in 45 Minuten. Das sagt einiges. Passgenauigkeit bist du besser. Ja. Gut. Gucken, ob ich das Ding noch rumdrehen kann. Ich hoffe mal. Ich hoffe das nicht. Ja, das war mir klar. Oh, und gleich erste Aktion und ein Foul hier. Ja, so muss das, ne? Das gibt jetzt direkt gelb. Das ist schade. Ja, der war nicht schlecht. Warum steht denn da keiner? Oder kannst du nur noch heulen? Er zeigt an, wo er ihn hinhaben will. Da hat er ihn auch hinbekommen. Ja, 2-0. Gut so. Jetzt ist natürlich eigentlich interessant von den Toren, wie es bei Mucke und mir steht, weil wenn ich hier hoch gewinne, würde es sogar heißen, dass mir am letzten Spieltag ein Unentschieden genügt, weil ich dann vielleicht mehr Treffer habe. Aber das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich auch nicht. Ich merke mir sowas nicht. Ja. Ich merke mir zwar einiges an Statistik, weil Statistik ist ja unser beider... Ja. Du weißt, was ich meine, ich komme nicht drauf. Ja, wir sind solche Zahlenfreaks, die gerne da ein bisschen jonglieren, ein bisschen gucken, wohin geht die Reise. Warum hat man vielleicht das ein oder andere Spiel verloren, wegen Standards, wegen vergebenen Chancen und so weiter und so fort. Oh, schade. Oh, hätte er sogar noch gepfiffen. Ja, wir lieben Statistiken. Das kann man schon sagen. Ja, meine Frau hält das für manchmal, also bei mir zumindest, weil es dann auch manchmal ausartet,
hält's dann für bescheuert. Ja. Naja, aber Statistiken, ich liebe Statistiken. Aha. Gut gespielt. Wie? Der war drin! Der war drin! Willst du mich verarschen? Der war nicht drin. Oh, geil. In der Wiederholung, bitte. Das ist, glaube ich, eins der schönsten Tore. Bam. Und unter Latte. Bam. Drin und dann raus. Ja! Ah, das ist doch behindert. Das tut gut. Wenn ich treffe, dann natürlich nehme ich hier alles mit. Für die Statistik. Ja, wenn man schon mal von Statistik redet, ne? Oh. Ja, da nehme ich auch alles mit. Ja. Ey, wie cool. Unter Latte, rein und dann wieder rausgesprungen. Es sah doch nicht mal aus, als hätte die Linie berührt. Tja. Ich will Videobeweis. Oh, der geht aber hoch. Der hat ja auch die Mauer getroffen. Ja. Hm. 3:0. Das ist hier wirklich meine Aufnahme. Und, gelb-rot? Na, letzte Ermahnung. Pff, Schwein gehabt. Ja, weg da. Schöne Sache. Nicht schön! Jawohl. Oh nein! Nicht schön! Ah, immerhin nicht zu null. Mano! Oh fuck, ey. Oh, der nächste nicht. Ah! Bisschen dünner. Was für ein Wort? Döller? Ja. Ach so. Ich hätte jetzt Dollar gesagt. Dollar. Komm. Ne. Die packen sich aber auch leicht hin bei dir. Darf die ja gar nicht anfassen. Ja, ich hab die auf Mimosa eingestellt. Zieh. Ja. Scheiße. Na. Gut so. Herrlich. Boah, der war tot, Alter. Ich schwör, der war tot. Obwohl ich ja im Vergleich zu dir schon lange keinen mehr verletzt habe. Das muss man ja wirklich mal so sagen. Ja, das stimmt. Also ich regelmäßig. Ja. Das letzte und Mal hast du viel. Als letztes, ich glaube, gegen City, mit Gladbach, gegen City. Ja. So, jetzt ich aber Karten. Am besten alle. Ja. Oh. Hallo? Er wollte schon wieder nicht. Geiler Doppelpass. Ja, ne? Krieg das mal so schnell hin. Oh, schade, ich hab's versucht. So, ab da. Oh. Oh, jetzt ist gut hier. Oh, was für ein läppischer Scheißpass war das. Es läuft irgendwie nichts mehr zusammen. Aber okay, ich führe ja immerhin. Noch 5 Minuten. Hallo. Ja. Scheiße. Oh,
Ey, trotzdem für die Aktion noch eine Karte. So, was ist liegen? Das? Deiner bleibt liegen. Deiner bleibt wieder liegen. Also wehe. Nee, er ist nicht verletzt. Doch! Ist verletzt. Oh, du bist ein Arsch. So, dafür landet er drin. Oh! Nein! Alter! Oh nein! Oh, Mist! Da ist der Verletzte. Ja, der setzt sich hier trotzdem durch. King Mucke, kein Problem. Bring ich ihn noch um. Oh! Jetzt. Ja, rot. Ja, oh, was sag ich? Ach, ist die jetzt ganz kaputt? Ja. Ach, schon wieder nicht. Oh! Eieieiei. Das war's, letzte Aktion. Ich gewinne 3-1. Also von den Punkten her, Europa League wieder ausgeglichen. Und ja, nächste Woche entscheidet sich dann in der Partie von Schalke, wer das Ganze hier gewinnt. In zwei Wochen, genau, vollkommen richtig. Also 3-1 gewinne ich jetzt hier erstmal. Schüsse habe ich mehr, auch mehr aufs Tor, du mehr Ballbesitz, ich mehr Zweikämpfe, du mehr Fouls. Gelbe Karten, ausgeglichen 2-2. Du hast aber zwei rote gesehen. Ich dafür zwei verletzte. Abseits 3-0, Ecken 2-2. Schussgenauigkeit bin ich besser, Passgenauigkeit du. Das soll es also gewesen sein. Wobei auch nicht lange, denn bereits morgen geht es ja mit der Bundesliga wieder weiter. Freut euch darauf. Wir sind wieder am Start. Und ja, dann gibt es weiter Action, Tode und vielleicht auch Tore. Bis morgen. Ja. Tschüss.